Ja, willkommen zurück zur Vorlesung Aktienrecht. Wir sind immer noch beim Thema Finanzverfassung. Sie erinnern sich, wir haben letzte Woche die Gründung beendet, haben über die Kapitalaufbringung geredet und müssen heute noch weiter über die Kapitalerhaltung reden. Ganz konkret, wenn Sie unsere Gliederung sehen, müssen wir reden über Financial Assistance und eigene Aktien. Fangen wir zunächst mal an nochmal mit der Ausschüttungsschranke. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, das Grundkapital muss nicht auf dem Konto liegen bleiben, sondern es wird nur verboten, dass es an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Man kann damit also machen, was man will, man darf es nur nicht zurückzahlen. Und wir haben gesehen, dass das Gesetz dabei zwei Stufen des Schutzes unterscheidet. Die eine Stufe ist die relativ triviale, dass nämlich gesagt wird, ich darf nicht zurückzahlen, was da ist. Sie erinnern sich, wir haben gesprochen darüber, 57 Absatz 1. Und wir haben dann gesehen, es gibt aber eine zweite Stufe. Die zweite Stufe ist diese Beschränkung auf den jeweiligen Jahresüberschuss. Da sehen Sie, ausgenommen, wenn bei Abschluss des Jahres das Nettoaktivvermögen den Betrag des gezeichneten Kapitals oder alles hatten. Das ist die erste Schranke. Die Schranke, die sagt, wir dürfen nur ausschütten, was über dem Grundkapital liegt. Die zweite Schranke war dann aber hier diese Beschränkung auf den Jahresüberschuss, die ebenfalls so im Europarecht vorgesehen ist. Das heißt, ich darf nur den Bilanzgewinn des laufenden Jahres verteilen. Ich habe letzte Woche versucht, Ihnen klarzumachen, was damit eigentlich gemeint ist. In der Realität haben wir hier eine Art Pyramidensystem. Der Vorstand muss im ersten Schritt eine Rücklage bilden, zwingend. Sie erinnern sich düster, das war diese Sache mit den 5%. Ja, Sie erinnern sich, das ist die Pufferzone über dem Grundkapital. Danach kann der Vorstand freiwillige Rücklagen bilden in Höhe von bis zu 50%, 58 Absatz 1 bzw. Absatz 2. Dann kann die Hauptversammlung beschließen, dass noch weitere Rücklagen gebildet werden, theoretisch bis zu 100%. Und dann wird noch abgezogen der Aufwand, den die Verteilung des Gewinns erfordert. Sie sagen sich, was kann das sein? Wir haben unter anderem gelernt, es gibt auch Sachdividende. Da kann es natürlich aufwendig sein, wenn man den Leuten jeweils einen Präsentkorb zuschicken muss. Da muss man DHL-Gebühren bezahlen. Das geht auch nochmal runter. Und nur das Geld, was man übrig hat, das bleibt dann zur Verteilung verfügbar. Die Telekom zum Beispiel bietet Ihnen die Möglichkeit einer Aktiendividende. Auch das hat einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Auch das würde dann die verteilbare Dividende mindern. Klar alles bisher? Nur das, was oben an der Spitze rauskommt, ist sozusagen das, was der Aktionär ausgezahlt kriegt. Wenn mehr ausgezahlt wird, als ausgezahlt werden darf, ist die Folge allerdings in gewisser Weise entschärft. Nämlich der Aktionär muss nur dann das zurückzahlen, wenn ihm bekannt war oder er nicht in Unkenntnis sein durfte über die fehlende Berechtigung. Das heißt, der gutgläubige Aktionär, dem zu viel Dividende ausgezahlt wurde, muss es nicht zurückzahlen. Der Grund dafür ist relativ trivial. Man sagt, es ist eine Massengesellschaft. Und wenn man jetzt anfängt, bei 1 Million Aktionäre jeweils das Geld zurückzufordern, dann ist der Aufwand zu hoch, das lohnt sich nicht mehr. Die Aktionäre, die also keine Ahnung haben von den internen Abläufen und nicht wissen, dass das Ganze falsch berechnet ist, können sich gemütlich zurücklehnen und sagen, das behalte ich. Das Ganze verjährt zudem in 10 Jahren nach dem Empfang der Leistung. Das ist länger als im Bereicherungsrecht. Da haben Sie 3 Jahre ab Kenntnis. Hier gilt absolut immer 10 Jahre. Das heißt, das ist unabhängig von der Kenntnis. Ansonsten haben wir noch eine bemerkenswerte Regelung in Absatz 2. Denn der 62 Absatz 2 sagt, nicht nur die Gesellschaft kann das Geld zurückfordern, sondern die Gläubiger können
in eigenem Namen den Anspruch der Gesellschaft geltend machen, soweit das zur Befriedigung ihrer Ansprüche erforderlich ist. Der Sinn dahinter ist, dass man sagt, der Vorstand kann ja mit dem Aktionär unter einer Decke stecken und er wird ihn nicht verklagen. Dann kann der Gläubiger direkt hingehen und diesen Anspruch in eigenem Namen auf Zahlung an die Gesellschaft geltend machen. Ansonsten relativ harmlos. Die praktische Bedeutung beschränkt sich auf Großaktionäre, weil nur die bösgläubig sind. Alle anderen wissen ja eh nichts. Gut, das war das Auszahlungsverbot. Das Auszahlungsverbot ist im GmbH-Recht deutlich heißer diskutiert, weil im GmbH-Recht eben die Leute näher dran sind und damit eher haften. Außerdem haben sie im GmbH-Recht eine Ausfallhaftung für ihre Mitgesellschafter. Das heißt, das tut ihnen besonders weh. Hier im Aktienrecht ist die Rechtsfolge überraschend harmlos, weil der gutgläubige Aktionär halt nichts machen muss. Das heißt, nur der Vorstand würde haften und der hat eh nichts. Vorstände sind gut versichert oder arm. Gut, haben Sie zu diesem Thema Kapitalerhaltung im engeren Sinne noch Fragen? Zwei Schranken, einerseits Grundkapital, andererseits erzielter Jahresüberschuss. Wenn überschritten, theoretisch Zurückforderung, aber nur bei Bösgläubigkeit. Gut, wenn es dazu keine Fragen gibt, gucken wir uns jetzt das Thema Financial Assistance an. Das klingt cooler, als es ist. Financial Assistance gucken wir mal ins Gesetz, nämlich in unseren 71a Aktiengesetz. Das 71a Aktiengesetz verbietet es der Gesellschaft, jemandem einen Vorschuss oder ein Darlehen zu geben oder Sicherheit zu leisten für den Aktienerwerb eines Dritten. Warum? Warum darf die Gesellschaft nicht sagen, liebe Bank, gib unserem Aktionär A ein Darlehen und wir verbürgen uns dafür, dass er es auch zurückzahlen wird, damit er mit diesem Darlehen Aktien von uns kaufen kann? Das ist der Inhalt der Norm. Die Norm sagt, die Gesellschaft darf dem Aktionär kein Darlehen geben, wenn der Aktien der Gesellschaft kauft, und sie darf sich nicht für den Aktionär verbürgen, damit dieser bei einer Bank ein Darlehen kriegt, um Aktien der Gesellschaft zu kaufen. Ja, dann wäre ja letztlich das Kapital auch nicht in der Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft ein Darlehen gibt und diesem Darlehen dann die Aktien gekauft werden, dann hat die Gesellschaft die Aktien selbst ja kein Kapital. Ja, in der Tat. Dann gucken wir mal in unsere Kapitalaufbringungsvorschriften. Wie sieht das denn da aus? Kann ich so ein Hin- und Herzahlen machen? Kann ich sagen, der Aktionär zahlt mir das, ich zahle ihm das Darlehen zurück? Geht das? Schauen Sie, 27.4. Ja, wenn ich das doch darf. Wo ist dann der Unterschied? Der hat einmal das Geld vorgezeigt, hier ist mein Bargeld und dann sage ich, wunderbar, kannst das Darlehen direkt wieder mitnehmen. Im anderen Fall sage ich, okay, ich gebe dir ein Darlehen, du kaufst mit dem Darlehen Aktien von uns, zweckgebunden, dann hast du auch die Aktien, wir haben genau den gleichen Darlehensanspruch, den uns der 27.4 gibt. Ist das Geld in diesem Fall in der Aktiengesellschaft? Mal gewesen. Ist da jemals drin gewesen? Das ist hier nicht der 56. Das ist der 27. Lesen Sie genau, zu welchem Zeitpunkt da was passiert ist. Das ist ja vor der Einlage. Ja, vor der Einlage haben Sie schon vereinbart, das Geld wird nie dein sein. Haben wir im GmbH-Recht eine Parallelregelung gehabt, Sie erinnern sich, 19 Absatz 4, ist exakt die gleiche Regelung, wörtlich sogar, außer als Aktionär durch Gesellschafter ausgetauscht ist. Also Sie müssen jetzt bildlich wirklich so vorstellen, der Gesetzgeber hatte folgendes Bild im Blick, man geht zur Gesellschaft und sagt, hör mal, ich habe hier einen Koffer, da ist eine Million drin. Siehst du, hier, So, ich brauche aber dringend ein Darlehen. Ich würde gerne Aktien von euch kaufen, aber ich brauche dringend das Geld. Wie wäre es denn, ich nehme den Koffer wieder mit und ihr gebt mir die Aktien, aber dafür verspreche ich euch, ich zahle das jederzeit zurück, wenn ihr Geld haben wollt. Und wenn die Gesellschaft daraufhin Ja sagt,
dann sagt der 27.4, ist das eine wirksame Einlageerbringung. Unter der Voraussetzung natürlich, dass er wirklich das Geld hat, dass er nicht nur einmal eine Million hat, sondern auch noch ein bisschen Reserve hat. Das sagt der 27.4. Im GmbH-Recht genauso. Also wo soll da der wertungsmäßige Unterschied liegen? Man stützt dieses Verbot europarechtlich auf zwei Gesichtspunkte. Das eine ist, was wir eben schon gehört haben, diese finanziellen Bedenken. Denn die Gesellschaft, die sagt, okay, wir verlassen uns auf dein Darlehen, baut auf unsicheren Boden, die kann ja nicht wissen, ob der Gesellschafter noch Geld hat, das kann ja irgendwann wegfallen. Das ist anders als im Konzern. Also im Konzern kann man auch sagen, der muss eh Verlust ausgleichen und da habe ich auch Informationsrechte. Hier, wenn eine Privatperson Aktionär ist, habe ich keine Ahnung, ob er noch Geld auf dem Konto hat, ob der Anspruch vollwertig bleibt. Und zweitens, wenn die Gesellschaft aufgrund ihrer Bürgschaft in Anspruch genommen wird, hat die daraufhin weniger Geld in der Kasse und der Gesellschaftswert sinkt automatisch mit. Wir haben also eine Art Spiraleffekt. Die Gesellschaft hat Aktien jemandem gegeben, muss aber für diese Aktien auch bezahlen. Und wenn der Aktienkurs sinkt, sinkt automatisch auch der Wert der Gesellschaft. Damit ist die Gesellschaft sozusagen in einer Abwärtsspirale. Viel gewichtiger war aus europäischer Sicht aber das strukturelle Argument. Man sagt nämlich, wenn der Vorstand Darlehen vergeben dürfte aus der Gesellschafterkasse, um den Aktienerwerb zu finanzieren, dann kann er sich aussuchen, wer Aktien kauft. Dann sagt er, hör mal, du bist doch mein bester Freund, ich bin hier Vorstand, ich kann dir ein Darlehen geben für 1 Million, damit kaufen wir Aktien für dich. Und damit bist du dann Aktionär hier. Denn sein bester Kumpel braucht dann kein Geld mehr. Die Aktien gehen nicht an den, der das meiste Geld bietet, sondern der, der der beste Freund des Vorstandes ist. Weil die Gesellschaft sozusagen immer wieder dem Geld gibt, dem man gerne als Aktionär haben möchte. Das möchte man nicht haben. Und man möchte den sogenannten Leveraged Buyout verhindern, dass man quasi die Gesellschaft kauft mit dem Geld der Gesellschaft. Wie ist das gemeint? Wir haben eine Gesellschaft, die jetzt momentan schlecht geht, die aber viele Grundstücke hat. Dann nehmen Sie ein Darlehen auf mit den Grundstücken der Gesellschaft als Sicherheit und finanzieren damit den Kauf der Aktien der Gesellschaft, um dann die Grundstücke zu verkaufen. Sie benutzen also die Liquidität der Gesellschaft, also das Vermögen der Gesellschaft, als Hebel, um die Gesellschaft als solche zu erwerben. Wenn Sie also wissen, dass es stille Reserven gibt, können Sie diese Masche theoretisch machen. Das möchte man damit verhindern. Kontrollerwerb ohne Geld nachschießen soll vermieden werden. Vor diesem Hintergrund gibt es einen Teil der Literatur, die jetzt versucht, diesen 71a und den 27.4 in Einklang zu bringen. Und die sagen, der Gesetzgeber hat offenbar diese finanziellen Gesichtspunkte, die oben unter finanziellen Bedenken stehen, nicht so ernst genommen, das kann man den 27.4 nicht erklären. Wenn die finanziellen Bedenken so wichtig wären, wäre der 27.4 eine widersprüchliche Regelung, das kann nicht gemeint sein. Damit kann es offenbar nur um die strukturellen Bedenken gehen. Und diese strukturellen Bedenken tragen nur dann, wenn ich Aktien erwerbe, die ohnehin schon auf dem Markt sind, also wenn ich quasi jemanden austausche durch jemand anderen. Während wenn ich neue Aktien ausgebe, stellt das Problem sich eigentlich gar nicht. Wenn ich neue Aktien ausgebe, dann bin ich nur bei 27.4. Dann kann ich ihm ein Darlehen geben, dann kann ich ihn dafür verbürgen und sonst was. Während 71a alle Fälle erfasst, wo er Aktien von einem anderen Aktionär erwirbt, über die Börse oder Ähnliches. Also 71a wäre die Regelung für Erwerb von Dritten, 27 wäre die Regelung vom Erwerb direkt von der AG, junge Aktien, die bei der Kapitalerhöhung ausgegeben worden sind oder bei der Gründung. Das wäre alles noch irgendwie vertretbar und auslegungsmäßig denkbar, wenn es nicht ein Problem gäbe. Und dieses Problem ist die EU. Diese tolle Regelung des 71a hat sich nämlich nicht der deutsche Gesetzgeber ausgedacht, sondern die kommt aus dem Europarecht. Das heißt, dieser 71a ist weitgehend zwingend. Sie sehen das. Die Geschäfte werden unter der Verantwortung bla 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 vorgenommen. Ansonsten ist im Hinblick auf einen Erwerb eigener Aktien durch einen Dritten
ausgeschlossen, Vorschüsse zu zahlen, Darlehen zu gewähren oder Sicherheiten zu leisten. Die Gesellschaft darf weder Vorschüsse gewähren, Darlehen noch Sicherheiten, wenn es um den Erwerb von Aktien dieser Gesellschaft geht. Die einzigen Ausnahmen sind halt hier Marktpreise und dann noch ein Absatz weiter, Genehmigung durch die Hauptversammlung oder wenn das Ganze zu einem angemessenen Preis stattfindet. All diese Ausnahmen liegen aber nicht vor und damit ist das Ganze europarechtlich verboten. Das Europarecht kennt auch den 27.4 nicht, das Europarecht kennt diese Regelung schlicht nicht, die ist nicht vorgesehen. Und das Europarecht so auszulegen, dass es zum deutschen Recht passt, geht strukturell nicht. Das Europarecht hat Vorrang, damit ist der 27.4 aber eine Regelung, die im Widerspruch zum Europarecht steht und damit ist sie schlicht europarechtswidrig und unwirksam. Ja? Also nochmal zusammengefasst, der 71a verbietet es der Gesellschaft, ein Darlehen zu geben, mit dem jemand ihre Aktien erwirbt. Ein Teil der Literatur sagt, diese Regelung findet nur Anwendung, wenn es um den Erwerb von Aktien von jemandem geht, der nicht die Gesellschaft selber ist. Also Erwerb von Aktien über die Börse oder extern von einem anderen Aktionär. Begründung, sonst würde 27.4 ohne Anwendung bleiben, der nämlich sagt, ich kann die Einlage als Darlehen zurückgewähren, soweit der Rückgewehranspruch vollwertig ist. Die Gegenansicht sagt, der 27.4 ist schlicht europarechtswidrig, weil das Europarecht diese Ausnahme nicht kennt und damit hat der deutsche Gesetzgeber 2008 zwar eine tolle Regelung geschaffen, aber die findet praktisch keine Anwendung, weil die immer durch den 71a ausgeschlossen wird, der vorrangiges Europarecht umsetzt. Ja? Sehen Sie die Logik? Das Lustige ist natürlich, die Regelung im 27.4 stammt von 2008. Das heißt, die Regelung ist deutlich nach dem Europarecht ergangen. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier bewusst gegen Europarecht verstoßen, um einen Einklang zur GmbH zu schaffen. Für die GmbH gilt das Europarecht nicht, das gilt nur für die AG. Man kann es ja mal versuchen. So. Um Ihnen zu zeigen, wie sowas in einem Fall aussieht, habe ich Ihnen mal hier einen etwas schwierigeren Sachverhalt mitgebracht. Schauen Sie sich das mal an. Wahrscheinlich sind Sie jetzt ganz verwirrt, weil der Fall so kompliziert ist. Machen wir mal 1. Das ist 2016. Das ist 2017. So. Die Gesellschaft möchte gerne für ihre Aktionäre Belegschaftsaktien ausgeben. Das ist auch schon länger geplant, wie man sieht, aber man möchte gerne im März 2017 ausgeben. Es gibt nur ein praktisches Problem. Dazu möchte man den Leuten quasi das Weihnachtsgeld schon vorher zahlen, damit sie die Aktien mit kaufen können. Und da machen die Gewerkschafter nicht mit. Die sagen, nein, das Weihnachtsgeld muss an Weihnachten bezahlt werden. Und weil man sich nicht einigen kann, Sie kennen das betriebliche Übung, kann man nur ändern mit Einverständnis, muss das Weihnachtsgeld halt im Dezember gezahlt werden. Jetzt gab es aber einige besonders findige Arbeitnehmer, die haben schon 2016 ein Darlehen aufgenommen, was genau läuft bis zu der Zeit, wo sie eigentlich damit gerechnet haben, dass hier das Weihnachtsgeld gezahlt wird, damit sie da die Aktien erwerben können. Und sie haben die Aktien also schon erworben 2016 und wollen das mit dem Geld tilgen, was sie 2017 bekommen, nämlich als Weihnachtsgeld im März. Jetzt kam aber die blöde Gewerkschaft und die hatten folgendes praktisches Problem.
Das Weihnachtsgeld gibt es erst 9 Monate später. Und jetzt haben Sie natürlich ein Problem, weil Ihr Darlehen, was Sie 2016 aufgenommen haben zur Finanzierung des Aktienerwerbs, schon im März 2017 ausläuft, Sie da aber das Geld noch gar nicht haben, das kommt erst im Dezember. Jetzt sagen Sie, haha, vertan, vertan. Die Gesellschaft ist aber total nett zu Ihren Arbeitnehmern und sagt, wir würden gerne diese Arbeitnehmer absichern vor der Inanspruchnahme durch die Bank, indem wir sagen, ja, wir verbürgen uns dafür, das Geld wird auf jeden Fall kommen, bitte kündigt das Darlehen nicht. Bitte gib denen nochmal 9 Monate, dann kriegt ihr das Geld auf jeden Fall. Frage, welches Problem stellt sich bei dieser Bürgschaft? 765 Absatz 1 BGB, wir brauchen 2 übereinstimmende Willenserklärungen, Schriftform brauchen wir nicht, warum brauchen wir keine Schriftform, das ist nicht so schwierig. Warum brauchen wir hier nicht 766? Keine. Ja, die AG ist nach § 6 Absatz 1 HGB in Verbindung mit 3 Satz 1 Aktiengesetz Kaufmann, also nach 350 HGB von der Schriftform befreit. Aber unser eigentliches Problem in diesem Fall ist nicht die Schriftform, sondern wonach könnte die Bürgschaft auch nichtig sein? 71a Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit 134 BGB wegen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot. Und nun? Haben Sie eben gerade gesagt, dass der 71a dann gelten soll, wenn die Aktien von Dritten erworben werden? Und hier ist es doch so, dass die AG die Aktien neu ausgibt? Nein, die AG gibt keine neuen Aktien aus. Wie macht die AG das rein praktisch? Wie würde ich das machen mit den Belegschaftsaktien? Natürlich. Sie kauft die Aktien, entweder hat sie noch welche in Reserve, nach dem Motto, er hat Aktien noch da, oder sie kauft die auf dem Markt ein und dann geht das so. Das ist okay. Aber selbst dann kann man das wirklich beschränken auf den Erwerb von fremden Aktien. Das macht die Ansicht, die 27.4 eine Bedeutung beibehalten will, aber welches Problem stellt sich dabei? Wenn wir das auf eigene Aktien beschränken, warum ist das problematisch? Steht im Wortlaut nicht drin. Und warum können wir es nicht teleologisch reduzieren und sagen, ja, das ist aber nicht gemeint? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, Argumentation 27.4 muss ja auch irgendwie Bedeutung haben? Weil es von der EU kommt. Und das Europarecht wird vom EuGH autonom ausgelegt. Und verbindlich fürs deutsche Recht. Das heißt, wir können nicht einfach am deutschen Recht rumdoktern, ohne den EuGH rumzufragen. Und da das Europarecht recht eindeutig ist, wüsste ich nicht, wie man da drum herum kommen sollte. Aber wenn man Satz 2 noch einsetzt. Ja. Ja, in der Tat. Wir haben im 71a einen Satz 2. Blende ich auch noch mal kurz ein, damit Sie es alle sehen. Frage. Ist die AG hier damit geschützt? Wer soll damit geschützt werden? Wer darf Darlehen geben? Welche AGs sind damit gemeint? Ziemlich offensichtlich, die auch börsennotiert sind. Wer gibt die Bürgschaft? Ja, da gibt es ja nur Banken. Ja, also wenn die AAG eine Bank ist, wie die Deutsche Bank, dann darf die Deutsche Bank natürlich auch Darlehen geben, um Aktien der Deutschen Bank zu erwerben. Warum darf sie das geben? Weil das halt ihr tägliches Geschäft ist. Banken machen nichts anderes, als Darlehen zu geben, Bürgschaften zu geben. Und die prüfen dann nicht nach, zu welchem Zweck das passiert. Das machen die einfach so. Das ist ihr Standardgeschäft. Deshalb werden die privilegiert. Aber in welcher Rolle ist eine Bank hier nur involviert? Es kommt auch eine Bank vor im Sachverhalt. Aber wer ist die Bank in unserem Fall? Ich weiß keiner mehr, wie der Fall aussah. Ja, die Bank ist der Darlehensgeber. Wenn das so wäre, dass sozusagen eine Bank als Darlehensgeber immer unter Satz 2 fallen würde, wäre Satz 1 sozusagen völlig ausgehöhlt, weil meistens sind es halt Banken, wo man größere Darlehensbeträge nimmt. Also, dass nicht die Oma gemeint ist, die sich eine Bürgschaft bei der AG holt, das ist relativ wahrscheinlich. Also meistens geht es um die gewerblichen Darlehensgeber. Das heißt, der Satz 2 nützt uns nichts. Dann kommt man über Satz 1 eventuell weg, indem man sagt, ja, der Erwerb hat ja schon stattgefunden und es ist gar nicht mehr Zweck.
Ja, das ist die Überlegung, die der BGH in dem Fall angestellt hat. Die Frage war, findet die Norm Anwendung, wenn die Gefahr sozusagen schon vorbei ist, weil er die Aktien eh schon erworben hat und damit sozusagen alle Befürchtungen sich realisiert haben, der ist jetzt schon drin und man wird ihn eh nicht mehr los. Umfasst die Norm eigentlich nur den Fall des Aktienerwerbs nach Darlehensvergabe, beziehungsweise nach Übernahme der Bürgschaft und nicht sozusagen die Rettung eines Darlehens, was schon vorher gegeben worden ist, wo sogar gar keine Kausalität mehr besteht. Und was meinen Sie? Gibt es hier einen Sachzusammenhang zwischen dem Erwerb der Aktien der AAG und der Übernahme der Bürgschaft? Was würde passieren, wenn die Bürgschaft nicht übernimmt? Würde sich dann irgendwas an der Aktionärstruktur ändern? Was würde im schlimmsten Fall passieren, wenn die Gesellschafter jetzt, weiß ich nicht, ihr Haus verlieren oder sonst was? Also im schlimmsten Fall würden die Arbeitnehmer halt ein Problem mit der Bank kriegen und würden dann im Wege der Insolvenz oder der Zwangsvollstreckung ihr Privatvermögen verlieren. Auf die Gesellschaft hat das aber erstmal keinerlei Auswirkungen. Das kann der Gesellschaft völlig egal sein. Der Aktionär bleibt Aktionär, auch wenn er insolvent ist. Das heißt, die Aktionärstruktur ändert sich nicht mehr. Es gibt also keinen Sachzusammenhang zwischen der Darlehensvergabe an den Arbeitnehmer und dem Erwerb der Aktien. Was anderes wäre, wenn schon vorher versprochen worden wäre, gesagt wird, kauft die Aktien jetzt und wenn es nicht klappt, geben wir euch dann ein Darlehen. Das würde nicht gehen. Aber wenn ich sozusagen ein Darlehen des Arbeitnehmers absichere, spielt es keine Rolle, was er mit dem Darlehen gekauft hat, solange sozusagen das nicht im Vertrauen auf die Bürgschaft übernommen worden ist. Ja? Klar die Unterscheidung? Ich sehe keine Begeisterung hier für diesen Fall. Damit, zu welchem Ergebnis kommen wir in Bezug auf 71a, steht der hier der Übernahme einer Bürgschaft entgegen? Nein, steht er nicht, weil wir hier sozusagen einen privilegierten Erwerb haben, denn das Darlehen steht nicht im direkten Zusammenhang mit dem Aktienerwerb. Das wird dem Wortlaut des 71a auch entnommen, der nämlich sagt, zu Zweck des Erwerbs, das ist ja nicht mehr zum Zweck des Erwerbs, sondern es ist einfach nur zum Schutz des Arbeitnehmers und damit nicht mehr im Schutzbereich der Norm. Klar die Logik? Ich sehe, die Begeisterung ist nicht groß für diese Regelung. Gut, das ist 71a, Financial Assistance. Die zweite wichtige Problematik, die Sie kennen müssen, sind 71 folgende. Da geht es um den Erwerb eigener Aktien durch die AG. Nach Europarecht, auch hier wieder detailliert vorgegeben, ist ein solcher Erwerb nur in ganz bestimmten, abschließend aufgelisteten Fällen möglich. Das deutsche Recht hat zunächst mal die Grundregel des 71b, die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien nicht ausüben. Das heißt, sie kriegt keine Dividende auf die eigenen Aktien, sie kann nicht mit eigenen Aktien abstimmen, sie kann mit den eigenen Aktien keine Fragerechte ausüben. Der Grund dafür ist ganz einfach, weil man sagt, der Vorstand kann ja nicht sozusagen sich selber hier mit irgendwelchen Fragen belästigen oder selber über seine Entscheidungen abstimmen und sich selbst entlasten. Das geht nicht. Aber auch darüber hinaus sagt 71, dass der Aktienerwerb, genauso wie europarechtlich vorgegeben, nur unter bestimmten Umständen zulässig ist. Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist die Kapitalerhaltung. Aber wenn Sie genau überlegen, die Kapitalerhaltung ist relativ witzlos, denn wenn Sie Aktien kaufen, liegen Sie immer 57.1. 57.1, Sie erinnern sich düster von vor 5 Minuten. Gucken Sie mal nach, was steht in 57.1, was dürfen Sie nicht zurückgewähren? Das steht ja drin. Genau, wenn die Gesellschaft vom Aktionär Aktien kauft, gewährt sie ihm die Einlage ganz oder zumindest teilweise zurück.
Das darf sie nach 57.1 nicht. Das heißt, jeder Erwerb eigener Aktien verstößt gegen 57.1. Das heißt, eigentlich bräuchten wir die Regelung gar nicht, weil es geht gar nicht anders. Ich muss ihm sozusagen seine Einlagen zurückgewähren. Ja, einverstanden? Aber es gibt noch ein weiteres Problem, was noch schlimmer ist als 57.1, das ist das Problem des Doppelschadens. Was meine ich mit Doppelschaden? Stellen Sie sich vor, die Gesellschaft hat wie VW einen Abgasskandal und sie hält 95% ihrer eigenen Aktien. Welche Folge hat ein Skandal auf den Aktienkurs? Der Aktienkurs geht in den Keller. Wenn jetzt die Gesellschaft so 95% ihrer eigenen Aktien hält, warum ist das für die Gesellschaft schlecht, wenn der Aktienkurs in den Keller geht? Was kann die Gesellschaft damit ihren Aktien nicht mehr machen, mit ihren 95%, die sie hat? Sagen wir, die Aktie war vor dem Skandal 100 Euro wert, jetzt ist sie noch 10 Euro wert. Das kann sie ja nicht mehr vernünftig veräußern. Ja, sie kann sie nicht mehr vernünftig veräußern. Das heißt, wenn die Aktie vorher 100 Euro wert war, jetzt nur noch 10, hat sich damit auch der komplette Posten eigene Aktien auf ein Zehntel zusammengestaucht. Das heißt, der Schaden durch den Skandal verdoppelt sich sozusagen, indem zusätzlich der eigene Aktienkurs sinkt, damit das Gesellschaftsvermögen und damit der Markt sagt, oh, die ist ja noch weniger wert und damit noch weiter nach unten geht. Das heißt, jeder Schaden trifft die Gesellschaft doppelt. Einmal, weil sie Schadensersatz leisten muss oder Bußgelder zahlen muss und andererseits, weil die eigenen Aktien, die sie selber hält, noch weniger wert werden. Das ist für die Gesellschaft ziemlich blöd. Und dieses Problem soll vermieden werden, deshalb verbietet man grundsätzlich den Erwerb eigener Aktien. Und dann kommt das dritte Problem der Kompetenzverteilung. Da geht es um Folgendes. Wenn es der Gesellschaft schlecht geht, möchten gerne alle Gesellschaften ihre Aktien loswerden. Und dann ist die Frage, von wem kaufe ich sie denn jetzt? Kaufe ich sie von dem, dem, dem oder dem? Und jeder sagt, nimm meine, nimm meine. Wie soll die Gesellschaft entscheiden? Wenn sie nicht von jedem eine kauft, geht das irgendwie nicht auf. Deshalb Gleichbehandlungsproblem. Und das andere Problem ist wieder ähnlich wie eben, die Parallele zur Financial Assistance, nämlich, wenn ich Aktien abkaufen dürfte im beliebigen Umfang, dann gucke ich, wer ist der größte Querulant und kaufe mir dessen Aktien ab und schon ist der raus. Das heißt, der Vorstand könnte sagen, okay, der meckert immer, komm, die Aktien nehmen wir mal und vielen Dank. Das heißt, man muss nur laut genug sein, dann wird man den wieder los. Das sind die drei Gesichtspunkte, die dagegen sprechen, dass die Gesellschaft eigene Aktien erwerben darf. Wie ist es in der GmbH? Darf eine GmbH eigene Geschäftsanteile erwerben? Kann eine GmbH sagen, wir kaufen unserem Gesellschafter die Anteile ab? Gucken wir mal ins GmbH-Gesetz. Dazu gibt es eine gesetzliche Regelung. Und zwar in § 33. Ich habe hier irgendwo auf der Folie. Mal gucken. Ja, das sieht so gut aus. Das sieht nach 33 aus. Gucken wir mal in 33 GmbH-Gesetz. Kann eine GmbH eigene Geschäftsanteile erwerben? Was ist zu unterscheiden zwischen Geschäftsanteilen, auf denen die Einlage also geleistet wurde oder noch nicht geleistet wurde, wo sie jetzt dann vollständig geleistet wurde, nicht? Und wenn sie schon vollständig geleistet wurde, nur wenn die Rücklagen der gehören? Ja. Was heißt das denn? Eine Rücklage in Höhe der Aufwendung für den Erwerb bilden könnte, ohne dass das Stammkapital oder eine Gesellschaft zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur Zahlung der Gesellschaft verwendet werden darf. Wie viel Geld muss denn noch mindestens in der Kasse sein, am Ende, nachdem Sie zurückerworben haben? Sagen wir, es gibt ein Stammkapital von 30.000 Euro. Wie viel Vermögen und wie viel Eigenkapital muss die Gesellschaft nach dem Erwerb der eigenen Aktien dann noch mindestens haben, wenn die GmbH ein Stammkapital von 30.000 Euro hat? Genau, es müssen 30.000 Euro drin sein. Das heißt, es muss am Ende noch genau der Betrag da sein, der Stammkapital ist, das Eigenkapital. Das kann relativ schnell passieren. Sie können sogar theoretisch 100% der Anteile erwerben, wenn Sie Spaß dran haben, wenn Sie genug Gewinn gemacht haben und niedriges Stammkapital. Es kann ja sein, dass Sie 1 Million in der Kasse haben, Stammkapital von 50.000. Dann können Sie locker die 50.000 Euro für Aktien ausgeben. Das sind ja Peanuts und schon gehört Ihnen alles. Ja? Also eine GmbH kann theoretisch so sein, dass alle Geschäftsanteile bis auf einen der GmbH gehören. Wenn auch der letzte der GmbH gehört, sagt die herrschende Meinung, hört die GmbH zu existieren auf, weil das sozusagen eine Gesellschaft ohne Gesellschafter
langfristig existieren kann. Die sogenannte Keinmann-GmbH ist nicht akzeptiert. Aber auch da gibt es Leute, die sagen, das kann man machen, da hat man eine GmbH ohne Gesellschaft, so eine Art Stiftung, muss man nur gucken, wer den Geschäftsführer irgendwann wählt, weil wenn der tot ist, dann ist er halt keiner mehr da, der wählen kann. Naja, gut, diese Frage müssen wir jetzt nicht klären. Wie gesagt, wie kommt es denn, dass der Gesetzgeber das im GmbH-Recht gar nicht als so schlimm ansieht mit dem Erwerb eigener Anteile, während er im Aktienrecht da einen riesen Reibach betreibt und sagt, ja, unter ganz bestimmten Umständen, bis zu einem bestimmten Quorum und dann alles ganz schwierig. Vielleicht, weil der Erwerb von Gesellschaftsanteilen im Aktienrecht einfacher ist, weil bei GmbH braucht man ja einen Notar. Ja gut, in der Tat, das ist einfacher, aber das kann ich Ihnen sagen, der Notar kann es ja auch nicht verhindern. Der Notar sitzt da und muss es halt abnicken. Der kann sagen, es ist ja blöd, dass Sie das machen, aber wenn man dann sagt, ja, will ich aber, dann sagt der Notar, ja, muss ich halt beurkunden. Die GmbH ist insgesamt freier ausgelegt und die AG als Publikumsgesellschaft ausgestattet. Und wie gesagt, eben gerade, wie Sie auch gesagt haben, die Gleichbehandlung der Aktionäre ist ja gut. Das ist im GmbH-Recht einfach nicht so robust. Ja, in der Tat, im GmbH-Recht sind wir da eher robust, weil wir sagen, wer in die GmbH geht, hat halt gewisse Treuepflichten. Aber sonst ist das halt recht kulant, da gibt es nicht so besondere Gleichbehandlung, da kann man auf alles verzichten, da gilt Vertragsfreiheit, da ist quasi der wilde Westen des deutschen Gesellschaftsrechts. GmbH ist sozusagen, da kann man tun, was man will. In der AG harte Sitten, wir wollen schützen einerseits die Kleingesellschafter, die Minderheitsaktionäre, andererseits haben wir diese Kompetenzordnung. Warum stellt sich das Problem, dass der Geschäftsführer querulatorische Gesellschaft rauswerfen will in der GmbH nicht so sehr wie in der AG. Was ist das Problem mit dem Geschäftsführer? Anders als mit dem Vorstand. Ja, der Geschäftsführer ist sozusagen hier jederzeit abberufbar. Wenn die Leute also zu laut werden, dann verliert er seinen Job. Und umgekehrt ist der Vorstand weisungsunabhängig und vor einer Abberufung geschützt. Das heißt, der muss mit den Leuten lange auskommen. Das heißt, der Vorstand hat hier richtig Macht. Der ist sozusagen der Chef im Laden. Wenn der Geschäftsführer, egal was er machen will, er wird nie zum Alleinherrscher werden. Der Geschäftsführer ist sozusagen immer in einer schwächeren Position, das heißt, das Machtgleichgewicht ist ein komplett anderes. Das heißt, in der AG wollen wir verhindern, dass der Vorstand zu viel Macht kriegt. Das müssen wir in der GmbH gar nicht, weil der Geschäftsführer eh eine Lusche ist. Ja, ist halt so. Geschäftsführer sind schwach im deutschen Recht. Vorstände sind stark. Gut. Gucken wir uns das mal mit dem 71 an. 71 Nummer 1. Gut. Der Erwerb notwendig, um einen schweren, unmittelbar bevorstehenden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Ich kann Ihnen sagen, das ist extrem selten. Ja, also, dass Sie Aktien kaufen müssen, um einen Schaden abzuwenden. Damit ist nicht gemeint, dass Sie den Kurs ein bisschen stützen, an dem Motto, oh, es wird zu billig, kauf mal lieber Aktien ein. Das ist kein schwerer, unmittelbarer Schaden. Das wäre ein mittelbarer Schaden, der würde hier nicht erfasst werden. Also Nummer 1 kommt praktisch nicht vor. Nummer 2 ist genau das, was wir eben hatten mit den Belegschaftsaktien. Sie können Aktien kaufen, um sie Ihren Mitarbeitern zu geben. Zu sagen, hier, damit du dich enger gebunden kriegst, kriegst du hier eine Belegschaftsaktie. Wichtiger Fall natürlich auch die Erwerb für Führungskräfte und Ähnliches, die eben dafür belohnt werden sollen. Dann Abfindungen. Wenn Sie einen Konzern haben oder eine Umwandlung, das heißt, die Gesellschaft aufgelöst wird, müssen die Leute abfinden, wenn sie raus wollen. Und dafür können Sie auch wieder Anteile von denen abkaufen. Sie kriegen also Geld und fliegen dafür raus. Nummer 2 wird also auch das Vorstände, ja? Stehen die in einem Arbeitsverhältnis? Nein, Vorstände stehen ja im Arbeitsverhältnis. Kommen wir noch zu. Nein. Dann, wenn der Erwerb unentgeltlich geschieht, die Gesellschaft darf Geschenke annehmen. Und Erbschaften. Warum darf sie das? Ganz einfach, weil dadurch keine Schmälerung des Aktienkurses eintritt und diese Gefahr eines Missbrauchs der Macht des Vorstandes auch nicht vorauftritt. Unentgeltlich. Oder ein Kreditinstitut mit dem Erwerb eine Einkaufskommission ausführt. Sie wissen, was eine Kommission ist. Handel in eigenem Namen auf fremde Rechnung. Kennen Sie nicht? Sie kennen Stellvertretung im BGB. Stellvertretung heißt, ich handle in fremdem Namen auf fremde Rechnung. Ich kaufe ein Auto für Jens Koch und schon ist Jens Koch derjenige, der es bezahlen muss. Eine Kommission bedeutet, Sie handeln in eigenem Namen. Das heißt, nach außen treten Sie so auf,
dass Sie der Vertragspartner werden. Aber Sie handeln auf fremde Rechnung. Das bedeutet, die Aktien und die Gegenleistung werden mit jemand Drittem ausgetauscht, der nicht auftreten will. Warum macht man das so? Weil man möglicherweise einen Ruf zu verlieren hat und nicht möchte, dass die Welt erfährt, dass man selber sich daran beteiligt hat. Das heißt, die Transaktion wird über einen Strohmann durchgeführt und Banken dürfen das als Einkaufskommission. Die kaufen also Aktien an, aber nicht für sich selber, sondern für einen anderen. Obwohl das Geschäft formal mit der Bank AG abgeschlossen wird, geht es in Wirklichkeit um Anleger A, der nicht auftauchen will. Das regelt die Nummer 4. Dann Nummer 5, durch Gesamtrechtsnachfolge. Damit ist gemeint, jemand stirbt und vererbt alle seine Aktien der Gesellschaft. Soll er machen, viel Spaß. Oder halt durch Verschmelzung. Ich verschmelze mit dem Unternehmen, was Aktien an mir hält. Auch dann fallen die Aktien auf mich zurück. Dann Einziehung zur Herabsetzung des Grundkapitals. Sie dürfen, wenn es der Gesellschaft schlecht geht, das Grundkapital herabsetzen auf bis zu 50.000 Euro. Also das heißt, wenn Sie 1 Million haben, können Sie es schrittweise abschmelzen. Auch dann müssen Sie die ausstehenden Aktien zurückholen können. Und dann letzte Ausnahme für die Sonderfälle, Kreditinstitute zum Wertpapierhandel. Dass die Deutsche Bank auch mit Aktien der Deutschen Bank handeln darf, liegt ziemlich auf der Hand. Wenn Sie ein Depot bei der Deutschen Bank haben und dürften alle Aktien da drin haben, außer solche in der Deutschen Bank, würde da niemand ein Depot eröffnen. Oder bei der Commerzbank. Ja? Wenn Sie ein Depot bei einer Bank haben, dürfen Sie selbstverständlich auch Aktien dieser Bank in Ihrem Depot aufbewahren. Der Gesetzgeber hat lange mit diesen Regelungen gehadert und dann hat er Nummer 8 eingeführt. Und Nummer 8 ist die Generalklausel, die alle anderen sozusagen abgetötet hat. Damit sind alle anderen Regelungen eigentlich tot. Nummer 8 sagt nämlich, ich kann einen Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung fassen für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren und der muss dann bestimmen, bis zu welchem Betrag erworben werden darf. Bis zu 10% darf ich reinschreiben. Als Zweck kann ich alles machen, mit einer einzigen Ausnahme, die in Satz 2 steht, nämlich ich darf nicht mit eigenen Aktien handeln. Der Grund dafür ist, dass man da die Nummer 7 mit sozusagen schützen will, weil die sonst komplett leer laufen würde. Ansonsten können Sie über Nummer 8 alles machen. Ja? Bis zu 10% der Aktien können Sie jederzeit zurückkaufen. Tolle Regelung und super Sache. Warum hat man das gemacht? Das haben Ökonomen sich so ausgedacht. Die haben nämlich gesagt, das kann durchaus sinnvoll sein, wenn es der Gesellschaft gut geht, schnell Aktien zu kaufen, um da sozusagen noch mehr Gewinn zu machen. Man kann da sozusagen eine Gewinnlawine machen, indem man die gekauften Aktien schnell wieder verkauft und damit quasi das Ganze stützt. Außerdem, wenn ich als Gesellschaft ankündige, es gibt eine Aktienrückkaufaktion, 10% der Aktien werden von uns erworben, dann steigert das auch den Kurs. Ich kann damit sozusagen allein durch die Mitteilung, wir werden jetzt Aktien erwerben, den Kurs stützen. Wenn ich also feststelle, es geht bergab, kann ich dann sagen, Aktienrückkaufaktion und schon geht der Kurs wieder hoch. Ja? Dann sagt man, es kann ja sein, dass eine Gesellschaft zu viel Geld hat. Sie erinnern sich düster, dieser blöde 57 sagt, ich kann nur den Jahresüberschuss ausschüssen. Es kann aber sein, ich sitze da auf ganzen Geldspeichern und weiß, was ich mit dem Geld machen soll. Dann soll die Gesellschaft hingehen können und sagen können, hör mal Aktionär, ich kaufe dir eine Aktien ab. Ich bin so großzügig. Dann soll die Gesellschaft ihr Geld auch investieren können und damit den Aktionären eine Freude machen können. Die Aktionäre sagen dann toll und der Börsenkurs steigt wieder. Und last but not least soll man eben dadurch, dass man den Börsenkurs ein bisschen stabil halten kann, auch wieder die Möglichkeit der Ausgabe neuer Aktien erleichtern. Denn wenn der Kurs runter ist, erhöht eine Kapitalerhöhung nicht wirklich das Vermögen, weil keiner die Aktien haben will. Das heißt, Sie sollen langfristig planen können und damit sozusagen immer in den Wellenbewegungen mitschwimmen können als Gesellschaft. Damit sollen Sie 10% sozusagen haben können. Und die Ökonomen sagen, das ist gut so, weil das ist sozusagen so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ja, sozusagen genau das Richtige. Die Nummer 8, wie gesagt, ist so ein Auffangtatbestand, da können Sie alles mitmachen. In der Praxis ist es vor allen Dingen halt zur Kursmanipulation da, also zur legalen Kursmanipulation, also eine
soll man sagen, Kurzstütze. Tolle Regelung, sehr souverän. Es gibt zwei Problemfälle dabei. Das erste Problem ist die Übernahmesituation. Wir machen jetzt hier kein Übernahmerecht, aber ich deute es mal ganz dezent an. Das deutsche Recht hat eine Neutralitätspflicht des Vorstandes. Der Vorstand muss, wenn eine Übernahme läuft, sich neutral verhalten. Diejenigen von Ihnen, die schon steinalt sind, wissen, es gab früher mal ein Unternehmen, das hieß Mannesmann in Düsseldorf. Die haben Röhren hergestellt, Stahl, tolle Sache. Deutsche Unternehmen. Und dann kamen die bösen Briten, die heißen nämlich Vodafone. Vodafone kennen Sie alle, die machen Handynetze. Die betreiben Handynetze. Und Vodafone wollte Mannesmann kaufen und da hat man ganz viel Geld ausgegeben, ganzseitige FAZ-Anzeigen geschaltet, verkaufen Sie nicht, die bösen Briten sollen draußen bleiben. Lass die Briten auf ihrer Insel verrecken. Ja, so ging das. War richtig polemisch, so wie man sich vorstellt. Mit Bild-Zeitungen und Jammer, Jammer. Sie wissen alle, es gibt in Deutschland keinen Mannesmann mehr, es gibt nur noch Vodafone. Das heißt, wir wissen, wer gewonnen hat. 1-0 für die Briten, könnte man sagen. Und wieder ein strafrechtlicher Fall, der uns später noch beschäftigen wird, nächste Woche wahrscheinlich. Aber das Kernproblem der ganzen Sache war, diese Sache hat den Gesetzgeber auf den Plan gerufen, auch den europäischen, und man hat gesagt, der Vorstand muss im Übernahmeverfahren neutral bleiben. Er darf nicht hingehen und sozusagen dem Übernehmer in die Kandare fahren und umgekehrt darf er auch nicht den Übernehmer unterstützen und sagen, verkauft alle, wir sind eh scheiße, werdet eure Aktien lieber jetzt los. Das darf er auch nicht machen. Er muss neutral bleiben. Allerdings kann die Hauptversammlung ihm erlauben, Abwehrmaßnahmen zu machen. Dann muss er halt in der Hauptversammlung einberufen und wenn die sagen, mach mal, dann darf er das. Das Problem mit diesem Rückkaufangebot ist, dass es eine ziemlich evidente Abwehrmaßnahme ist. Wenn Sie hingehen und sagen, der bietet euch 50 Euro für die Aktie, ihr könnt aber auch an uns verkaufen, wir nehmen 70 Euro, dann werden die Aktionäre sich hüten, an den Übernehmern zu verkaufen und damit können sie mir ganzes Spiel kaputt machen. Außerdem können sie damit natürlich den Kurs steigern und damit wird die Übernahme deutlich teurer, was das Ganze vielleicht auch wieder verhindert. Das heißt, sobald das Übernahmeangebot im Raum steht, dürfen Sie nicht mehr anfangen, Aktien einzukaufen, trotz der Ermächtigung nach 71a Nummer 8. Vorher dürfen Sie das selbstverständlich machen und Sie dürfen es auch weitermachen, wenn es vorher schon angekündigt war. Sie müssen nicht sozusagen alle Stifte fallen lassen. Wenn es sozusagen einen stetigen Plan gibt, dann können Sie den Plan weiterverfolgen. Aber Sie dürfen dann nicht sozusagen aus Anlass der Übernahme aktiv werden. Das andere Problem ist die Kurspflege, die ich eben als Hauptziel der Regelung beschrieben habe. Die Kurspflege kann ganz schnell in einen Marktmissbrauch ausarten, der kapitalmarktrechtlich strafbar ist und nicht so ganz lustig ist. Früher 20a, heute Marktmissbrauchsverordnung, kennen Sie alle, nein, kennen Sie nicht, aber spielt auch keine Rolle. Sie können sich vorstellen, Kurse zu manipulieren ist eine böse Sache. Wenn ich sozusagen hingehe und den Börsenkurs mal hoch, mal runter machen kann, darf man das nicht. Deshalb auch hier, es darf natürlich nicht Insiderwissen verwertet werden, evident. Wenn ich also weiß, okay, wir haben jetzt gerade hier einen Abgasskandal, der könnte bald rauskommen, verkaufen wir lieber schnell unsere Aktien und umgekehrt, wir haben eine tolle Erfindung gemacht, kaufen wir lieber erstmal 10% der Aktien, weil jetzt lohnt es sich noch, ist der niedrige Kurs, gleich geht er wieder hoch, das darf ich alles nicht. Insiderwissen verwerten geht nicht. Und gezielte Kursmanipulation, die sozusagen Sachen vertuschen soll, geht auch nicht. Das sind aber alles sehr subjektive Maßnahmen, Merkmale, wie Sie sehen. Das heißt, das ist relativ ineffizient. Ein bisschen Kurspflege ist halt sozusagen beabsichtigt mit der Regelung. Ja gut, also wenn in der Tat eine Woche später die Pressemitteilung kommt, zumindest nicht mit 10%, ja. Ja, man kann es schon geschickter machen. Aber in der Tat, das ist die Grenze. Wenn Sie das böswillig machen, dann sind Sie natürlich auf der schwarzen Seite. So, damit haben wir aber ein Problem noch nicht ausgeräumt. Sie erinnern sich an unsere Folie von ganz eben, wo ich Ihnen gesagt habe, es gibt drei Hindernisse. Erstens das Kapitalerhaltungsproblem. Das kriegen wir hier in den Griff, weil wir eh die Grenze haben. Ich darf nur bis zu 10% und Ähnliches. Zum Zweiten das Problem des Doppelschadens. Das ist bei 10% auch noch überschaubar. Zum Dritten, und das ist das Fatale, aber das Problem der Aktionärsgleichbehandlung. Wie kriege ich die Gleichbehandlung hier gewährleistet?
Und dazu gibt es im Wesentlichen zwei Wege. Der eine Weg ist ein sogenanntes Andienungsrecht. Dann wird jeder Aktionär angeschrieben und ihm wird angeboten, quotal zu seinen Anteilen welche zu erwerben. Das betrifft natürlich vor allen Dingen nicht börsennotierte Gesellschaften, wo das überhaupt interessant werden könnte. In der Praxis ist das eigentlich Unsinn. Das heißt, ein umgekehrtes Bezugsrecht, jeder Aktionär wird gefragt, willst du deine Aktie loswerden? Dann sagt er ja, nein. Und wenn er ja sagt, dann muss ich die halt nehmen. Die andere Möglichkeit, die praktisch relevant ist, ist, wenn die Gesellschaft börsennotiert ist, kaufe ich einfach zum Börsenpreis. Dann kann jeder Aktionär seine Aktie an der Börse verkaufen. Wer das nicht tut, ist er selber schuld. Dann ist die Aktionärsgleichbehandlung durch den Börsenerwerb gewährleistet. Das heißt, der praktische Weg ist nicht dieses Andienungsrecht, sondern der praktische Weg ist der Erwerb über einen Kapitalmarkt, der offen ist für alle, weil dann jeder Aktionär verkaufen kann, wenn er will. Und wenn er das nicht tut, ist er halt selber schuld. Damit spare ich mir diese individuellen Verträge. Bei 1 Million Aktionäre können Sie sich vorstellen, dass es nicht ganz so einfach mit einem Andienungsrecht abzuwickeln. Spiegelbildlich, wenn ich die eigenen Aktien habe, muss ich die auch wieder verkaufen. Wenn ich die über die Börse verkaufe, easy, dann gilt wieder 71, 1 Satz 3, bin ich raus. Wenn ich dagegen direkt an die Aktionäre verteilen will, hat wieder jeder Aktionär ein Bezugsrecht. Das heißt, ich muss jeden Aktionär fragen, hör mal, wir haben jetzt hier so und so viele Aktien, du bist mit so und so viel Prozent beteiligt, willst du deinen Anteil beibehalten, dann musst du jetzt so und so viele Aktien nachkaufen, sonst kriegt die halt jemand anderes. Auch da wieder das Problem, das ist bei großen Gesellschaften nicht abwickelbar. Das heißt auch hier wieder nur die Börse als Weg. Klar? Also in beiden Fällen entweder die Aktionäre fragen, jeden Einzelnen quotal, der also 100 Aktien hat, von 1000 muss 10% angeboten kriegen, wer 1000 hat, wer 900 hat, muss demnach 90% der Aktien angeboten kriegen und so weiter. Ja, schwierig? Geht. Das Gesetz hat weiterhin zur Verhinderung oder zur Reduzierung des Doppelschadens eine Insgesamtgrenze festgestellt. Ich darf insgesamt nicht mehr als 10% des Grundkapitals in Aktien halten. Das heißt, ich muss ein Limit einhalten. Außerdem muss ich eine Rücklage bilden für die ausstehenden Einlagen. Das ist nicht so schwierig, das ist genauso wie im GmbH-Recht, haben wir eben gesehen. Wenn ich eigene Aktien über die Generalklausel erworben habe, muss ich darüber berichten, allerdings das immer halt nur in der Hauptversammlung, das heißt zum Jahresende oder beziehungsweise zum Geschäftsjahresende, dann kann ich sozusagen nachträglich darüber informieren. Vorher weiß das keiner. Die Rechtsfolge des Verstoßes regelt 71.4 und 71.4 sagt, der Erwerb ist wirksam. Unwirksam ist nur die Verpflichtung zum Erwerb. Das bedeutet, die AG kann hier nach 812 Absatz 1 Satz 1 BGB die Aktien zurückgeben, nee, umgekehrt, das gezahlte Geld zurückverlangen und der Fall ist falsch rum, jetzt haben wir das Problem. Die AG kann die zurückgewährte Einlage zurückverlangen und muss die Aktien zurückgeben. Dieser Pfeil ist falsch rum, der muss in die andere Richtung zeigen. Toll, dass dieser Pfeil hier ist. Also dieser Pfeil muss in diese Richtung zeigen und das hier ist falsch. Ignorieren Sie diese Richtung. Ja, das ist künstlerisch wertvoll, dieser Pfeil. Die AG kann vom Aktionär nach 57.1 die zurückgewährte Einlage zurückfordern. Sie erinnern sich, haben wir darüber gesprochen. Und umgekehrt kann der Aktionär von der AG seine Aktie nach Bereicherungsrecht zurückverlangen, weil der Kaufvertrag nichtig ist nach 71 Absatz 4 Satz 2 und damit ohne Rechtsgrund erfolgt ist. Verstanden? Satz 1 sagt, der Erwerb, also das dingliche Geschäft,
ist wirksam. Die Gesellschaft ist Inhaberin der Aktien geworden. Satz 2 sagt, ein schuldrechtliches Geschäft ist jedoch nichtig, soweit es dagegen verstößt. Das heißt, der zugrunde liegende Kaufvertrag ist unwirksam oder Tauschvertrag. Das heißt, ich kann die Aktien zurückverlangen nach 812 und umgekehrt ist die zurückgewährte Einlage nach 62 zurückzugewähren. Also zurückzuzahlen. Einverstanden? Aber dieser Pfeil ist falsch rum, ja? Sehen Sie das? Der muss in diese Richtung zeigen. Ich könnte eigentlich auch diesen Stift hier rausnehmen. Das müsste eigentlich auch gehen. Oder auch nicht. Unzuverlässig. So, dann 62, Folgen des unrechtmäßigen Erwerbs. Wie gesagt, müssen innerhalb eines Jahres veräußert werden. Das heißt, selbst wenn der 812 nicht geltend gemacht werden sollte, muss ich diese bösen Aktien wieder loswerden. Ich muss die also auf dem Markt veräußern. Und dann kriegt der Aktionär logischerweise nur noch das Erlangte nach 818 Absatz 1. Das heißt, den Kaufpreis, den ich durch die Weiterveräußerung erzielt habe. Steht im deutschen Recht in 71c. 71e können wir auch vergessen, da geht es darum, ich nehme eigene Aktien als Pfand für eine Schuld, die ich habe, darf ich auch nicht, weil da das gleiche Vermischungsproblem auftritt. 71d, Erwerb eigener Aktien durch Dritte, das ist spiegelbildlich das so 71a, was wir eben hatten. Jemand geht hin und erwirbt die Aktien für die Gesellschaft im eigenen Namen, jedoch für Rechnung der Gesellschaft, ein Komitent. Die Gesellschaft schaltet also einen Strohmann vor und sagt, erwirb mal Aktien für uns, wir dürfen das nämlich wegen 71 nicht. Dann sagt hier 71d, auch die Umgehung ist verboten. Das ist auch alles, was Sie zum Erwerb eigener Aktien wissen müssen. Nochmal zusammengefasst, grundsätzlich verboten. Es gibt diese Ausnahmen nach 71 Absatz 1, Nummer 1 bis 7, praktische Bedeutung hat aber eigentlich nur die Nummer 8 als Generalklausel mit dem Ermächtigungsbeschluss über 5 Jahre. Der hat kapitalmarktrechtliche Probleme, nämlich einerseits bei der Übernahme, wo er nicht geltend gemacht werden darf wegen Neutralität und andererseits sonst, wo kein Insiderwissen ausgenutzt werden darf oder gezielt der Kurs manipuliert werden darf. Demgegenüber ist eine gewisse Kurspflege sozusagen ausdrücklich erwünscht und damit auch zulässig. Die Folge ist kompliziert, das dingliche Geschäft ist wirksam, also 985 geht nicht, wobei hier eh kein Sachenrecht wäre, weil es keine Aktienurkunden sind. Und stattdessen haben wir nur 812 für die Rückgewähr der Aktien. Für die Rückzahlung der Einlage haben wir dagegen mit 62 eine Sonderregelung, da müssen wir nicht aufs Bereicherungsrecht zurückgreifen. Wenn ich die Aktien nicht zurückgewähre, muss ich sie innerhalb eines Jahres verkaufen, um wieder unter das Limit zu kommen, sonst werde ich als Gesellschaft böse bestraft. Ja? Fragen dazu? Ich sehe, die Begeisterung ist groß für diese Regelung. Super. Dann kommen wir zum Thema Fremdkapital. Wir haben bisher gesprochen über das Grundkapital und die Rückgewähr von Einlagen. Gesellschaften finanzieren sich aber auch über Fremdkapital. Das heißt insbesondere über Darlehen. Darlehen können kommen zunächst mal von Kreditinstituten. Kreditinstitute, ein normales Bankdarlehen, Sie gehen zur Bank und sagen, ich hätte gerne 1 Million, dann müssen Sie dafür halt Zinsen zahlen. Darlehen können auch kommen von Aktionären. Aktionäre mögen Ihnen bessere Konditionen geben, weil die ja ohnehin sozusagen an der Dividende partizipieren und damit sagen, okay, ich gebe dir zusätzlich zu den Geld für die Aktie, auch nochmal 1 Million als Darlehen. Und schließlich gibt es auch einen Handel mit Obligationen auf dem Markt. Auch die werden an der Börse gehandelt. Dann haben Sie Schuldscheine der Gesellschaft und die können halt wie Aktien geh- und verkauft werden. Die haben aber dann kein Stimmrecht und keine Dividendenberechtigung, sondern nur einen Wert, der draufsteht mit Zinsanspruch. Zwischen dem Eigenkapital, das heißt der Finanzierung, durch Kapitalerhöhung oder Einzahlung von Aktien bei der Gründung und dem Fremdkapital der Darlehensfinanzierung steht das sogenannte Mezzaninkapital.
Mezzanin klingt irgendwie so wie Kaninchen oder irgendwie was. Damit ist gemeint, kann ein Italienisch? Nein, hoffentlich nicht. Kann jemand Italienisch hier? Ja, sehr gut. Ja. In der Tat, das kommt von mezzo halb, das heißt, es liegt genau zwischen den beiden Sachen. Das ist also halb Eigenkapital, halb Fremdkapital. Und das kennt man auch als Mezzanin geschossen bei der Architektur, dass man so Etagen hat, die sozusagen auf halber Höhe sind. Zum Beispiel bei mir an der Lenné-Straße gibt es diesen Neubau, der ist eine Mezzanin-Etage, die genau zwischen meiner Etage und der von Herrn Brinkmann liegt. Und da lebt irgendjemand. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da momentan? Irgendjemand ist da auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall eine Mezzanin-Ebene. Herr Spranger sitzt da, ja genau, super. Früher saß er meine ständigen Hilfskräfte, deshalb eine sehr unangenehme Etage, kann ich Ihnen sagen, die Mezzanin-Etage. So. Warum? Wollen Sie genau wissen? Sie sitzen da im Flur direkt vor der Toilette und stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Büro vor einer Toilettentür. Und dann können Sie sich überlegen, welche, soll man sagen, Interessenkollision es da geben könnte. Zumindest kennen Sie danach die Hygienegewohnheiten aller im Gebäude ansässigen Personen. Wer wäscht sich die Hände, wer nicht? Und das ist spannend, ne? Da können Sie Leute, können Sie einen Report drüber schreiben. So. Fangen wir an mit den Gesellschafterdarlehen. Gesellschafterdarlehen sind spektakulär. Gesellschafterdarlehen sind deshalb interessant, weil im Insolvenzrecht werden sie als nachrangig gegenüber allen anderen Darlehen eingeordnet. Man sagt nämlich, weil der Aktionär die besseren Informationsrechte hat und auch mit abstimmen darf auf der Hauptversammlung, kriegt er sein Geld erst dann, wenn alle anderen ihr Geld bekommen haben. Also wenn genug Geld in der Insolvenzmasse, um alle anderen zu 100% zu befriedigen, geht der Rest an die Gesellschafter im Gesellschafterdarlehen. Sie können sich praktisch vorstellen, das heißt im Normalfall, wie viel kriegt man auf ein Gesellschafterdarlehen zurück, wenn die Gesellschaft insolvent ist? Nichts. Weil wenn die Insolvenzmasse so groß wäre, dass alle anderen Gläubiger zu 100% befriedigt würde, dann würde niemand vernünftiges Insolvenz anmelden. Also das ist völlig absurd. Gut. Der Trick, den die Gesellschaft natürlich machen wollten, war, dann zahlen wir es halt vorher zurück und sagen dann, ach, jetzt sind wir insolvent, wir haben gerade das Darlehen zurückgezahlt. Das verhindert 135 Insolvenzordnung. Wenn Sie zurückzahlen und dann innerhalb des kommenden Jahres Insolvenz anmelden, muss das Darlehen wieder zurückgezahlt werden. Das heißt, auch der Trick geht nicht. Der Gesetzgeber wollte damit sagen, die Gesellschafter sind sozusagen die Dummen. Entweder sie gewähren Eigenkapital und kaufen direkt neue Aktien, oder sie riskieren halt, dass ihr Darlehen weg ist. Wer Darlehen als Gesellschafter gibt, riskiert sozusagen, dass es wegkommt. Und natürlich auch die Umgehungen sind erfasst. Also wenn sie sagen, das macht dann halt meine Frau oder mein Sohn oder mein Vater, all das schützt sie nicht. Ja? Gesellschafterdarlehen sind im Grunde futsch. Aus der Gesellschaft geht es gut, da kriegen sie natürlich wieder zurück. Dann Obligationen. Obligationen sind ein Knüller, Bonds, Sie kennen das, also nicht James Bond, sondern Stocks and Bonds, werden an der Börse gehandelt, gibt es auch Ratings für, ganz tolle Sache. Anders als die Aktien geben die Ihnen aber im Grunde keine Rechte. Ja? Das heißt, Sie kriegen da Ihre festen Zinsen für und Sie kriegen das irgendwann eingelöst gegen Geld, aber das war es dann auch. Voraussetzung dafür ist einfach nur, dass der Vorstand sagt, wir machen jetzt einen Handel mit sowas und dann wird das halt verkauft. Rechtlich sind das Inhaberschuldverschreibungen im Normalfall im Sinne von 793 folgende BGB. Können sich bei Gelegenheit mal angucken, können sich aber auch schenken. Da steht im Grunde drin, Sie können jede beliebige Forderung auf ein Papier schreiben und sagen, diese Forderung steht dem zu, der das Papier hat. Wenn ich Ihnen also 100 Euro schulde, kann ich Ihnen einen Schuldschein aufstellen und sagen, hier, dieser Schuldschein steht dem Inhaber zu. Und dann können Sie den weiterveräußern, nach 929 übertragen, oder der Dieb klaut ihn, kann ihn trotzdem gegen mich geltend machen, wegen 935.2, der sagt, gutgläubiger Erwerb bei Inhaberpapieren ist immer möglich, auch bei Diebstahl, Verlust etc. Kennen Sie alles? Nicht? Ist auch nicht schlimm. Es gibt ein eigenes Schuldverschreibungsgesetz,
was den Inhabern solcher Schuldverschreibungen Unternehmen gewisse Rechte einräumt, müssen wir nicht im Detail haben. Die haben halt dann einen Ausschuss, wo sie abstimmen können, wenn es irgendwie schlecht geht und sowas. Alles ganz spaßig. Solche Anleihen sehen dann so aus. Sie können das hier kaufen und dann kriegen sie einen Prospekt und dann haben sie Spaß dran. Gibt es viel mit Solar und Öko und alle finden das immer super. Mezzaninkapital. Mezzaninkapital finden Sie im Wesentlichen geregelt in 221 Aktiengesetz. Und das Aktiengesetz unterscheidet dabei drei Typen, nämlich die Gewinnschuldverschreibung, die Wandelschuldverschreibung und das Genussrecht. Genussrecht klingt irgendwie lecker und die anderen irgendwie nicht so sehr. Worum geht es da? Fangen wir mit der Wandelschuldverschreibung an. Die Wandelschuldverschreibung ist zunächst mal ein ganz normaler Schuldschein, der aber Ihnen eine von zwei Möglichkeiten gewährt. Entweder Sie haben am Ende der Laufzeit das Recht, statt der Rückzahlung des Geldes, was darauf verbrieft ist, Aktien zu verlangen. Sie können also sagen, entweder ich zahle dir in 5 Jahren 5.000 Euro zurück oder du kriegst in 5 Jahren 500 Aktien. Das ist eine Wandelschuldverschreibung. Da steht also drauf, entweder 5.000 Euro oder 500 Aktien wert. Ne? Diese Dinger nennt man Wandelanleihen oder Convertible Bonds. Oh, toll, englisch Ausdruck gesehen. Kapitalmarkt lebt davon, dass es cool klingt. Die andere Variante ist, Sie haben auf jeden Fall neben den Aktien das Recht, neben dem der Rückzahlung ein Recht, Aktien zu einem bestimmten Kurs zu einer bestimmten Zeit zu erwerben. Das nennt man dann Optionsanlehen. Im einen Fall müssen Sie entscheiden, entweder oder. Im anderen Fall haben Sie Geldrückzahlung komplett und zusätzlich das Recht, von Ihrem eigenen Geld Aktien zu einem bestimmten Kurs zu erwerben. Da steht also drauf, Sie kriegen 5.000 Euro und das Recht, Aktien vom 01.01.2018 bis 09.01.2018 zum Vorzugskurs von 800 Euro pro Aktie zu erwerben. Ja? Diese beiden Gestaltungen gibt es. Jetzt fragen Sie sich, warum macht man das? Warum sollte jemand solche Sachen kaufen? Warum kauft er nicht direkt Aktien? Können Sie das denken? Ja, weil zu der bestimmten Zeit der Kurs vielleicht niedriger ist und der dann günstige Aktien erwirbt. Genau. Das heißt, bei den Optionsanleihen haben Sie die Chance, Sie spekulieren darauf, dass Sie auf jeden Fall das Geld zurückkriegen und die Zinsen. Aber Sie haben auch noch die Chance, einem Kursgewinn zu partizipieren. Wenn der Kurs höher ist, lohnt es sich. Wenn der Kurs niedriger ist, haben Sie halt das Risiko, dass es nicht so ist. Aber Sie haben auf jeden Fall die Zinsen. Also eine Win-Win-Situation für den Anleger. Toll, ich sollte Bankverkäufer werden. Bei Wandelschuldverschreibungen ist es so, dass es relativ intensive Kurswechsel gibt. Der Kurs passt sich nämlich dem Wert der Aktien an, weil man sagt, ich kriege auf jeden Fall Aktien am Ende dafür. Teilweise habe ich auch bei der Optionsanleihe die Möglichkeit, dass ich dieses Kaufrecht separat handle. Das ist ein sogenannter Optionsschein. Dann habe ich nur das Recht, Aktien zu einem bestimmten Kurs zu kaufen. Das wird dann separat von dem eigentlichen Schuldschein verhandelt. Und wie gesagt, ich kriege auf jeden Fall feste Zinsen. Das heißt, unabhängig davon, wie der Gewinn ist, ich kriege auf jeden Fall mein Geld plus X zurück. Gewinnschuldverschreibungen sind demgegenüber noch näher an der Aktie ran. Ich kriege nämlich nicht etwa feste Zinsen, sondern ich kriege einen Anteil am Gewinn, den die Gesellschaft erwirtschaftet. In der Regel ist das sowas wie ein partiarisches Darlehen. Das heißt, das Darlehen, die Gegenleistung hängt davon ab, wie der Gewinn der Gesellschaft ist. Und dann kommen wir noch zum Genussrecht. Das Genussrecht ist noch näher an der Aktie ran. Das sagt nämlich, Sie haben im Grunde auch einen Anteil am Liquidationserlös und so weiter. Möglicherweise sind Sie sogar an Verlusten beteiligt. Das heißt, wenn die Gesellschaft Verluste macht, müssen Sie nachschießen. Das Genussrecht ist also sozusagen fast eine Aktie. Das einzige Problem ist, dass Sie nichts zu sagen haben. Sie hängen sozusagen voll am Gewinn. Wenn es Gewinne macht, kriegen Sie einen Goldregen ohne Ende.
Wenn es Verluste macht, kippen Sie Geld nach. Also Genussrecht ist für Sie sozusagen fatal. Toll, sind Sie Kapitalspezialisten. Was brauchen Sie dafür? Ein Hauptversammlungsbeschluss mit Dreiviertelmehrheit. Dann geht der Vorstand hin, gibt die Teile aus und die Aktionäre haben ein Bezugsrecht. Das heißt, sie dürfen zuerst sagen, dass sie sowas haben wollen, bevor es dann an die Allgemeinheit geht. Zudem werden die einzelnen Rechte, da Vertragsfreiheit gilt, anders als sonst bei der AG, inhaltlich kontrolliert. Das heißt, man kann sagen, das sind unfaire Bedingungen und dann kann man die über AGB-Kontrolle korrigieren. Wenn man also sagt, er hat nur die Nachteile, nicht die Vorteile, kann man dagegen vorgehen. Gut. Fragen zu diesem ganzen Kapitalzeugs? So spannend ist das eh nicht. Jetzt kann ich ja sagen, so spannend finde ich das nicht. Aber was ich spannend finde, ist das Thema, was jetzt kommt, wenn es denn kommt. Es kommt nicht. Die Spannung steigt. Welches Thema kommt jetzt? Ich habe eine Vorlesungsgliederung online gestellt, da können Sie es nachgucken. Es kommt die Organisationsverfassung der AG. Vorstand, Teil 1. Das Gute ist, dadurch kann ich nächste Woche alles wieder aufholen, was wir diese Woche nicht gemacht haben. Und bevor ich zum Vorstand komme, zunächst zum Thema Corporate Governance. Ja, Corporate Governance, tolles Thema. Was versteht man darunter? Zunächst mal die fast schon metaphysische Frage, was ist eigentlich das Ziel einer Aktiengesellschaft? Welchem Ziel sollte der Vorstand dienen? Und da hilft uns ein Blick ins Gesetz. Gucken wir mal in 76 oder noch besser in 93. Gucken wir mal in 93 Absatz 1 Satz 2, das ist sehr eindeutig. Was muss der Vorstand tun? 93 Absatz 1 Satz 2. Zum Wohle der Gesellschaft handeln. Ja, er muss zum Wohle der Gesellschaft handeln. Was heißt, was ist das Wohl der Gesellschaft? Wann tue ich was Gutes für die Gesellschaft? Was sagen Sie dazu? Gewinnmaximierung. Sehr gut. Die Kollegin sagt Gewinnmaximierung. Das nennt man Shareholder Value. Hier steht Long-Term Shareholder Value. Warum Long-Term? Das ergibt sich aus 87.1.2 Aktiengesetz. Gucken Sie da mal rein. Wir müssen ein bisschen mal im Gesetz blättern. Das ist ja endlich mal ins Gesetz gucken, das ist schon gut. Genau. Also die Aktionäre mögen sagen, hör mal, wenn der Kurs jetzt hochgeht, das ist total super für mich, also mach, als ich dieses Jahr eine hohe Dividende kriege und meine Aktien schnell loswerde, was danach kommt, ist ja völlig egal, nach mir die Sintflut. Hauptsache jetzt richtig Cash, morgen ist mir egal. Hier 87.1.2 Aktiengesetz, ganz klare Aussage, der Vorstand soll für eine nachhaltige Unternehmenstätigkeit stehen, der soll also es langfristig machen. Wenn Sie Spaß daran haben, können Sie es auch noch im Corporate Governance Codex nachlesen, das schenken wir uns jetzt mal. Das Problem ist, außer den Aktionären ziehen noch andere Leute an der AG, nämlich die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer haben nicht dieselben Interessen wie die Aktionäre. Natürlich wollen die auch, dass das Unternehmen gut geht, aber wenn die Wahl haben, Dividende ausschütten oder Geld im Unternehmen halten, was wird der Arbeitnehmer sagen? Was würden Sie tun, wenn Sie Arbeitnehmer sind? Gewinne ausschütten oder Gewinne behalten? Ihre Entscheidung. Ja, natürlich. Sie wollen das Geld drin halten, Sie wollen mehr Forschung, mehr Entwicklung, mehr Fabriken, alles Zukunftsperspektive, das soll super laufen. Denn wenn die Firma pleite geht, stehen Sie auf der Straße. Der Aktionär sagt, oh ja, schade, Investment weg, Sie sind arbeitslos und können dann hinterher betteln gehen. Also insofern, das wollen Sie im Zweifel nicht haben. Wieso ist das Bild jetzt weg? Das weiß man nicht. Auch der Markt hat andere Interessen.
Was hat der Markt für Interessen? Das kommt nicht mehr wieder, das ist ja auch sehr komisch. Was hat der Markt für Interessen? Warum will der Markt nicht unbedingt dasselbe wie die Aktionäre? Und warum ist da kein Bild mehr? Es geht bergab mit dieser Uni. Kommt da was? Ja, es knackt. Das ist ein gutes Zeichen. Warum will der Markt was anderes? Nun, stellen Sie sich vor, fangen wir mit dem Produktmarkt an. Sie sind Kunde der Firma Apple. Was erwarten Sie von der Firma Apple? Das sagen Sie nicht viel, aber was würden Sie erwarten? Warum kaufen Sie alle iPhones und MacBooks für zigtausende von Euro? Was erwarten Sie sich als Kunde? Sie schön machen in Ihre Forschung, in Ihr Fortkommen investieren, damit ich ein ganz tolles neues iPhone kaufen kann. Ja, Sie wollen, dass die Produkte günstig sind, lange halten, innovativ sind, von glücklichen Menschen produziert sind. Alles wollen Sie. Und was will der Kapitalmarkt? Das ist eine Frage. Wir wissen nicht, was der Kapitalmarkt will, aber was ist so, was meinen Sie, was kommt gut auf den Kapitalmarkt? Ja, natürlich. Man will, dass die Kurve steigt und nicht immer so lawinenartig Gewinn da, Ausschüttung, Gewinn da, Ausschüttung. Man soll immer weiter nach oben, immer größer, immer besser, immer schneller. Das heißt, die Interessen des Marktes laufen nicht notwendig parallel zum Interesse des Aktionärs, der sagt, ich will davon leben und dieses Jahr möglichst viel Gewinn ausgeschüttet haben, sondern der Markt sagt, das muss auch in 5 Jahren noch gut laufen. Und dann, ganz toll, der neue Trend, Corporate Social Responsibility, CSR. Was sagt Ihnen das? Corporate Social Responsibility. Na? Das muss man tun. Ja, in der Tat, Sie müssen Verantwortung zeigen. Sie müssen sich für die Tiere einsetzen und die Pflanzen und die Menschen und gegen Korruption kämpfen. Sie müssen was, schon wieder weg, und die Korruption bekämpfen. Sie müssen alles hier einsetzen. Das ist Ihr Job. Und wenn Sie das nicht tun, sind Sie ein böser Mensch oder ein schlechtes Unternehmen. Das kann Ihnen noch relativ egal sein. Außer es fällt unter den 93.1.2 zum Wohl der Gesellschaft. Wenn das Wohl der Gesellschaft auch das Wohl der Allgemeinheit umfasst, dann wären Sie sozusagen im Bereich der Pflichtverletzung. Wenn Sie die Umwelt verschmutzen, wenn Sie Kinderarbeit machen, wenn Sie all diese bösen Dinge tun, von denen wir hier gar nicht reden wollen. Gut, das ist die Grundsatzfrage, die bisher noch keiner vernünftig beantworten konnte. Jetzt kommen wir aber zur Folgefrage, was ist Corporate Governance? Und dazu habe ich Ihnen das Standardwerk herausgesucht, nämlich Corporate Governance oder die korpulente Gouvernante. Moderne Wirtschaftswissenschaftler geben wirtschaftlichen Banalitäten ihre tiefere Bedeutung durch angloamerikanische Begriffe, die in immer kürzer werdenden Zyklen produziert und global vermarktet werden. Beliebt sind dabei Worte oder Worthülsen, die in den örtlichen Wörterbüchern nicht zu finden sind und die jede wörtliche Übersetzung sinnlos erscheinen lassen. Ein solcher Glücksfall ist das Wort Governance, ein englischer Ausdruck für Herrschaftsverwaltungsstruktur mit dem Beigeschmack internationaler Wertschätzung, sehr immer in Englisch. In der Kombination mit Corporate verspürte in der Wirtschaft tätige Akademiker ein körperliches Bedürfnis, sich den Begriff Corporate Governance zu eigen zu machen. Weltgewandte Manager mit echtem Imponiergeist reden selbstbewusst von Corporate Governance, wenn sie mit Distanz zu ihrer Person, mangelhafte Überwachung und Kontrolle im Unternehmen zu sprechen kommen. Der Charme dieser Bezeichnung, die den Laien nicht ganz sachfremd an korpulente Gouvernante erinnert, liegt darin, dass sie ihren Benutzer als profunden Kenner der nebulösen Materie ausweist und ihm zugleich bei aller Betroffenheit jegliche Befangenheit nimmt. Außerdem ist sie eine ideale Barriere, um aus Mängeln notwendige Konsequenzen zu ziehen. Kurz gesagt, das ist alles, das können Sie immer bringen. Wenn Sie irgendwas sagen wollen, sagen Sie einfach nur Corporate Governance und Leute sagen, boah, boah. Ja?
Ein Schlagwort ohne Gleichen. Und das Schöne ist, wenn Sie 50 Leute fragen, was ist eine gute Corporate Governance, kriegen Sie 50 verschiedene Antworten, wenn nicht sogar 60. Also eine tolle Sache. Ein internationales Unternehmen muss dieses Wort aber mindestens 10-mal fallen lassen. Hier zum Beispiel die Internetseite der Deutschen Telekom AG, Management und Corporate Governance. Und wir sehen schon direkt am Anfang, für die Deutsche Telekom als international ausgerichteten Konzern mit einer Vielzahl von Beteiligungen ist eine gute und nachhaltige Unternehmensführung Corporate Governance von besonderer Bedeutung. Ja, also Sie sehen, wir sind gut. Auch Heiko Maas. Ja, Sie wissen, das ist Heiko Maas. Unser Justizminister zitiert Luhmann und sagt, Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität. Das klingt schon mal gut, also ein bisschen so Rechtssoziologie klappt immer. Und dann übertragen auf die Kapitalmärkte heißt das, die Investoren wollen vertrauen, dass unser System auf Fairness angelegt ist. Ja, das ist ja mal was. Ne? Bei uns wird fair gespielt. Sehen Sie, die Fußballer vertrauen da auch immer drauf und trotzdem werden sie gefoult. Wenn Investoren darauf vertrauen können, dass alles gewährleistet ist, was sie gerne hätten, dann können sie in deutsche Unternehmen investieren, ohne zugleich hohe Kontrollkosten zu haben. Win-win-Situation. Corporate Governance, tolle Sache, sagt Heiko Maas. Auch die EU sagt, das ist eine tolle Sache. Das Verhältnis zwischen der Führung, seinem Verwaltungsrat, Aktionären und anderen Interessengruppen. Also man könnte sagen, das Zwischenmenschliche ist so Corporate Governance. Und selbst die G20 haben da ein Dokument zugemacht mit über 300 Seiten, wo drin gesteht hat, was sie für gut und schlecht empfinden. Also Sie sehen, jeder hat was dazu zu sagen. Tolles Thema. Können Sie zu habilitieren, können Sie zu promovieren. Gibt schon zig Dissertationen. Ein Bestseller. Worum geht es? Ganz kurz gesagt, man hat gewisse Konflikte. Wir haben schon gesprochen über den Konflikt auf der linken Seite, Shareholder, Stakeholder. Hat nichts mit Stake zu tun, sondern die Aktionäre und die Arbeitnehmer haben verschiedene Interessen, deshalb sind die in einem Interessenkonflikt. Und Principal-Agent-Problem, der Vorstand will eigene Sachen machen und die Aktionäre wollen andere Sachen machen. Und weil die Aktionäre den Vorstand nicht überwachen können Tag und Nacht, wird der Vorstand die Gelegenheit nutzen, um sozusagen seine eigenen geheimen Ziele zu verfolgen. Zum Beispiel Sponsoring für den Fußballverein vom Sohn. Ja, das wird der Vorstand machen, nicht weil der Vorstand böse ist, sondern weil er genau weiß, kann ihm keiner auf die Finger schauen. Die Idee ist, dass es irgendwo ein Ideal gibt, was diese Konflikte so klein wie möglich hält. Deshalb sind hier diese kleinen Pfeile, sehen Sie das kleine Pfeil nach links und rechts, die diese Konflikte minimiert und so ein bisschen zusammenstaucht. Und diese gute Unternehmensverfassung soll sich aus Best-Practice-Beispielen ergeben. Das klingt cool, das heißt einfach nur, wir gucken, was sich bewährt hat, was nicht bewährt hat. Und aus sogenanntem Soft-Law, das heißt aus sogenannten Kodex. Ein Kodex ist sozusagen ein informelles Werk und da wird dann zusammengestellt, was man als gut und schlecht empfindet. So ist die Idee der Corporate Governance. Wie gut sind wir Deutschen? Untersuchungen sagen, nicht allzu gut. Wenn Sie gucken, Thailand ist am Ende der Skala. Frankreich ist noch hinter uns, immerhin. Ne? Aber so die Top-Nummern sind halt Großbritannien, Kanada, Irland, USA, Neuseeland, Australien. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, welche Themen man anlegt. Die meisten von diesen Studien haben ein Problem mit unserem Aufsichtsrat, weil die sagen, die Aktionäre sind bei uns zu schwach, als dass sie was Sinnvolles machen könnten. Die Aktionäre können bei uns nicht vernünftig machen, deshalb sei Deutschland schlecht. Was die alle nicht berücksichtigen, ist, dass wir den Aufsichtsrat haben, der viele Aufgaben, die in anderen Staaten den Aktionären anheimfallen, im Grunde zentralisiert. Deshalb schneiden wir Deutschen da immer extrem schlecht ab bei diesen Studien. Merken Sie sich also, wir sind nicht das Vorbildland für die Welt, sondern wir sind im Mittelfeld. Immerhin, die Österreicher sind schlechter, aber sonst kann man da kaum was Gutes dran sehen. Ich sage Ihnen schon, wir Deutschen stehen weitgehend allein auf weiter Flur. Auch das möchte ich noch mal ganz kurz erläutern. In Deutschland folgen wir dem sogenannten dualistischen System. Das klingt so ein bisschen wie Recycling, duales System Deutschland. Das ist aber nicht gemeint. Gemeint ist,
Wir haben in Deutschland ein Überwachungsorgan, was nur überwacht, das nennt sich Aufsichtsrat. Und dieses wählt wiederum den Vorstand. Das heißt, die Rechte der Aktionäre sind recht dünn gesät. Sie können nämlich nur dieses Überwachungsorgan wählen. Auf den Vorstand hat der Aktionär keinen Einfluss. Da gibt es diese Filterebene zwischen. Demgegenüber folgt die Mehrheit der Welt dem monistischen System. Monistisch wie Mono im Vergleich zu dualistisch, doppelt. Da haben wir ein sogenanntes Board. Dieses Board führt die Geschäfte, das ist im Grunde so ähnlich wie der Vorstand. Aber innerhalb des Boards gibt es dann wiederum zwei Gruppen, nämlich die Inside- und die Outside-Directors oder die internen und die externen Direktoren. Interne Direktoren sind solche, die auch wirklich die Geschäfte führen, also nach außen vertreten und Verträge abschließen. Die externen Direktoren sind dagegen nur beratend, so wie Bill Gates zum Beispiel. Bill Gates sitzt im Board von Microsoft beratend. Der hat keine Managementfunktion, sondern er sitzt da einfach nur und guckt, was die anderen machen und lacht sich kaputt, wenn es schief geht. So müsst ihr das vorstellen. Damit haben sie im Grunde ein Organ, was die Geschäfte führt, und die treffen die Beschlüsse auch mit Mehrheit. Das heißt, es gibt da keine Leute, die nur beaufsichtigen, sondern auch die externen Direktoren haben ein Stimmrecht bei der Geschäftsführung. Bei uns hat der Aufsichtsrat keine Stimmrechte auf der Geschäftsführungsebene. Gleichzeitig werden die Aktionäre aber gestärkt. Die Aktionäre wählen nämlich gleich die Leute, die Geschäfte führen. Der Aktionär entscheidet also unmittelbar, wer hier die täglichen Sachen macht und muss nicht irgendwie einen Aufsichtsrat dazwischen schalten. Der Aktionär hat damit auch viel mehr Rechte, er kann zum Beispiel Einfluss nehmen auf die Vergütung und Ähnliches, weil es gibt ja niemand anderes, der es machen könnte. Und diese beiden Systeme konkurrieren nun seit über 100 Jahren und wir sind so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix ein einsames Dorf. Deutschland verteidigt das dualistische System. Selbst die Staaten, die es übernommen haben, verwässern das zusehends. In vielen Staaten dürfen sie jetzt sowohl den Vorstand als auch den Aufsichtsrat wählen, in Japan zum Beispiel. Andere Staaten haben es ganz abgeschafft und gesagt, das ist Quatsch mit dem Aufsichtsrat. Also, wir können sagen, das amerikanische Modell hat gewonnen, aber wir haben noch nicht aufgegeben. Deutschland kämpft weiter für Sie. Das andere, was man oft übersieht, ist, auch in der GmbH haben wir natürlich diese Probleme mit der Unternehmensleitung. Da sind die aber nicht ganz so schlimm. In der GmbH ist es so, dass der Geschäftsführer weisungsabhängig ist. Wenn den Gesellschaftern also was nicht gefällt, dann hauen sie ihm auf den Finger und sagen, mach das anders oder du fliegst. Die Gesellschafter dürfen den Geschäftsführer der GmbH jederzeit abberufen, ohne Grund, und sagen, hör mal, mach so, wie wir wollen oder du fliegst raus. In der AG hat der Aktionär schon mal gar kein Recht, irgendwas zu machen gegen den Vorstand. Der Vorstand kann machen, was er will. Und selbst der Aufsichtsrat kann den Vorstand nur aus wichtigem Grund entlassen. Das heißt, der Vorstand hat während seiner Amtszeit eine weitgehend ungehinderte Machtposition. Das führt praktisch auch dazu, dass die Probleme, dass der Vorstand seine Macht missbraucht, deutlich höher sind, als dass der Geschäftsführer was missbraucht. Das heißt, der Interessenkonflikt tritt in der Praxis eigentlich nur bei der AG auf. In der GmbH sind die Konflikte eher horizontal zwischen Mehrheit und Minderheit. Derjenige, der mit 3% beteiligt ist, wird gegen den 97% Gesellschafter kaum was ausrichten können, weil der 97% ihn unterbuttern wird. Das Problem haben wir in der AG nicht so sehr, weil die Aktionäre eh nichts zu sagen haben. Da kann auch jemand 99% haben, ändert eh nichts, weil der gibt nichts zu sagen. Die Hauptversammlung macht hier eh nichts. Das heißt, es geht um die AG und bei der AG stehen eine ganze Reihe Themen im Vordergrund. Ich will hier nur einen kurzen Überblick geben. Zunächst mal die persönliche Unabhängigkeit der Organmitglieder. Die Idee ist, man möchte nicht, dass jemand direkt vom Aufsichtsrat in den Vorstand wechselt, weil man da, oder umgekehrt vom Vorstand in den Aufsichtsrat wechselt, weil man nämlich dann seine Ex-Kollegen mit überwachen muss und das könnte Interessenkonflikte geben. Man möchte auch nicht, dass jemand zu viele Aufsichtsräte hat, weil man dann Interessenkonflikte dadurch kriegt, dass man sagt, ach, das ist der, den kenne ich von da und den kenne ich von da. Diese Vernetzung als Deutschland AG, die in den 60er, 70er Jahren ein Riesenrenner war. Man hatte sozusagen, da war man Vorstand, da war man Aufsichtsrat und alle kannten sich und das war alles sozusagen, abends traf man sich im Industrieclub und rauchte seine Zigarren. Das wollte man nicht mehr haben. Man möchte wirklich, dass die Leute unabhängig sind und sich nicht kennen und hassen im Idealfall. Ja, möglichst dem anderen auf die Finger gucken. Zweite Sache, der Aufsichtsrat war lange Zeit nur ein Organ, wo man Leute hinschickte, denen man was gönnen wollte.
Entweder so, wenn es staatliche Gesellschaften waren, so die Politiker, die keiner mehr haben wollte, die wurden in den Aufsichtsrat geschickt, damit sie ein bisschen Geld nebenbei kriegen. Oder wenn es Privatunternehmen waren, ein bisschen was nebenbei für einen Vorstand von einem Freundesunternehmen, wird ein Aufsichtsrat gesetzt. Außerdem saßen da viele Deppen drin, die gar keine Ahnung hatten, die konnten keine Bilanzen lesen, die konnten kein Gesetz lesen, die konnten nichts, Analphabeten sozusagen. Auch das wollte man vermeiden. Deshalb zwei Tendenzen in den letzten Jahren. Man macht immer höhere Qualifikationsanforderungen an die Leute, die in den Aufsichtsrat kommen. Und die Haftung wird schärfer. Man sagt, die sollen auch mal dafür gerade stehen, wenn die geschlafen haben bei der Aufsicht. Ja, so sagen sie, also klar, hätte ich auch gemacht. Ne? Dann drittens, Stärkung der Kompetenzen. Der Aufsichtsrat wird jetzt heutzutage als verpflichtet angesehen, regelmäßig die Mitarbeiter zu befragen und mehr zu tun, als dem Vorstand zu vertrauen. Als ich noch jung war, was schon lange her ist, war es so, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat einmal im Jahr erzählte, ja, läuft alles super, und der Aufsichtsrat hat gesagt, gut, da brauchen wir nichts zu tun. Das war alles. Der Bericht des Vorstands kam und mehr hat der Aufsichtsrat nicht getan. Heute verlangt man vom Aufsichtsrat, dass die Leute selber hingehen und sich selber ein Bild verschaffen und nicht auf das Wort von dem verlassen, den sie überwachen sollen. Dann der Aufsichtsrat als Berater. Das ist die Annäherung an das Board-System. Früher war es so, der Aufsichtsrat war wie so ein Oberlehrer und haute dem Vorstand auf die Finger, wenn es schief lief. Und wenn alles gut lief, saß er einfach da und nickte alles ab. Man möchte heute, dass da ein ständiger Dialog ist und der Aufsichtsrat dem Vorstand sagt, wie wäre es denn, wenn du mal daran investierst und wie wäre es denn, wenn du mal hier oder da guckst und das könntest du auch mal machen, dass er sozusagen Vorschläge macht. Der Aufsichtsrat soll also nicht nur überwachen, sondern soll auch aktiv mit Anregungen mitwirken. Das erwartet man heute von einem schlauen, guten Aufsichtsrat. Er darf natürlich nichts entscheiden, aber da er aus der Branche ist, sollte er auch Ahnung haben, was da gut läuft. Dann hat man ein ganz scharfes Augenmerk gerichtet auf die Organisation im Innenverhältnis des Aufsichtsrates. Früher, wie gesagt, einmal im Jahr traf man sich im guten Restaurant, mietete einen Saal und gab lecker Essen und dann sagte man, alles okay, und dann war die Aufsichtsratssitzung gelaufen, man kriegt dafür sein Geld, war eine tolle Sache. Das soll heute nicht mehr sein, man möchte gerne Ausschüsse haben, man möchte regelmäßige Sitzungen, man möchte Protokolle, man möchte alles im Detail durchreguliert haben, das ist alles sehr formalisiert worden. Schade für die Aufsichtsratsmitglieder, aber gut. Der andere Kontrollmechanismus, den man neben dem Aufsichtsrat hat, ist der Abschlussprüfer. Und wenn Sie das beobachtet haben, auch die sind nicht immer so toll, wie Ihr Name sagt. Also Sie sagen PwC, da weiß man, was man hat. Aber auch da, wenn Sie jemanden jedes Jahr als Abschlussprüfer beauftragen dann, und ein großes Unternehmen sind, sagen wir mal Telekom oder Bayer, besteht eine gewisse Gefahr, dass jetzt so einläuft. Dass man sagt, okay, wir wollen den Auftrag im nächsten Jahr ja auch wieder kriegen. Wenn wir jetzt zu streng sind, dann beauftragen wir jemand anderen, also sind wir lieber nett. Deshalb hat man auch da Interessenkonflikte gesehen und auch da hat man jetzt versucht, stärker die Unabhängigkeit zu fördern, nach dem Motto, die müsst ihr ab und zu mal austauschen, ein anderes Unternehmen beauftragen, damit eben diese Gemengelage vermieden wird beim externen Abschlussprüfer. Ein ganz cooles Schlagwort ist Diversity. Was sagt Ihnen Diversity? Nie gehört. Diversität, Diversity. Ja, erstens die Geschlechterquote. Und da fängt es natürlich damit an, dann brauchen wir natürlich auch noch eine Quote für Ausländer, eine Quote für Behinderte, eine Quote für, weiß ich nicht, Moslems, eine Quote für Hindus. Also wir können alles mit Quoten regeln. Warum ist das ein Corporate Governance-Thema, dass man sagt, wir brauchen Quoten? Warum ist es schlecht, wenn da alles Männer, katholisch, über 60, aus Düsseldorf sitzen im Aufsichtsrat? Das ist auch gut. Kennen sich alle. Warum ist das ein Problem? Warum wollen wir da Schwung reinbringen mit der jungen Frau um die 20, die dann mal den Laden aufknackt? Eine Sozialverantwortungsfrage, das mit Sicherheit auch, weil wir eben wollen, wir wollen das Spektrum der Gesellschaft im Aufsichtsrat abbilden, aber noch viel pragmatischer. Ja, wir wollen hier verschiedene Interessengruppen, wir wollen genau dieses Gemauschle, alle kennen sich, alle sind gute Freunde, vermeiden, man möchte gerne den Konflikt schüren, das geht über Diversity. Dann noch zwei andere Themen, Vergütung, Geld macht immer glücklich und man hat ganz lange über Vorstandsvergütung diskutiert, wie viel Geld soll der Vorstand kriegen, wie setzt er zusammen und sowas, machen wir nächste Woche. Und das letzte Thema,
Transparenz und Publizität. Man möchte, dass der Vorstand berichtet, nicht nur gegenüber dem Aufsichtsrat, sondern auch gegenüber der Allgemeinheit aufdeckt, was hat er denn getan, um Korruption zu vermeiden, Umweltschäden zu verhindern und Ähnliches. Das heißt, wir zwingen die Leute sozusagen ins Rampenlicht und sagen, jetzt zeigt mal, was hat eure AG dafür getan. Das hat man in den letzten 30 Jahren, 94 bis heute, letzten 20 Jahren alles getan an der Corporate Governance. Wir werden uns dann nächste Woche da ganz intensiv mit beschäftigen, mit dem Thema Vorstand. Bis nächste Woche.